Ahoi Matrosen und willkommen bei Kombüsenchaos. Ich weiß nicht, was ich sonst... Also ich werde heute ein Gericht kochen, ich weiß aber noch nicht genau was. Hinter mir sind die Zutaten und ich glaube, ich werde gleich noch Instruktionen bekommen, hoffentlich. Du kriegst jetzt ein Bild gezeigt und dann musst du das kochen. Das sind Bandnudeln mit... Das hat Speck. Das ist Speck, ne? Und noch so, also Parmesan auf jeden Fall. Und es liegt mir auf der Zunge. Nicht Aglio Olio, sondern dieses andere mit Speck und Ei. Carbonara. Carbonara, genau das. Das sollte ich. Sollte ich hinkriegen. Rezept? Gibt's nicht. Du kochst es halt nach dem Bild. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, die Zutaten, die gucke ich jetzt. Ja. Sieht einfach aus. Wo sind die Spaghetti überhaupt? Wo sind die? Ja, die machst du halt. Ich mache Nudeln oder was? Nudelteig. Nudelteig ist was... Es ist nicht so schwer. Kommt da überhaupt Ei? Kommt da Ei rein? Nee, warte, das war irgendwie sowas, dass man nur Wasser, Mehl und Öl. Oh Gott! Du hast übrigens 3 Joker. Der What Now Joker. Bei diesem Joker verraten wir dir den nächsten Kochschritt. Egal wie viel schon schiefgelaufen ist, der What Now Joker hilft dir vielleicht aus der Patsche. Der How Long Joker. Bei diesem Joker bekommst du eine Zeitangabe genannt, die auf jeden Fall im Rezept vorkommt. Worauf sie sich bezieht? Keine Ahnung. Das herauszufinden ist dann deine Aufgabe. Ja, cool, super. Dankeschön dafür. Der Gadget Joker. Bei diesem Joker verraten wir dir ein benötigtes Kochutensil. Du brauchst es nicht unbedingt für deinen nächsten Kochschritt, aber keine Sorge, es wird schon irgendwann zum Einsatz kommen. Irgendwann? Super, toll, okay, ja dann, los geht's! Dann fange ich jetzt an mit dem Nudelteig. Okay, ist es wirklich, da gibt es jetzt die Frage zu klären, kommt da ein Ei rein oder nicht? Weil die Eier können ja auch nur einfach nur hier stehen wegen Carbonara, weil da kommt auf jeden Fall eine Reihe. Mehl. Also ich könnte jetzt quasi den ersten Joker ziehen, ja? Dann setze ich jetzt den Joker. Du nimmst dir jetzt so eine Tasse voll Mehl. Okay. Kommt jetzt hier rein. Jetzt kommt... Ja, gut, der Joker ist jetzt weg, ne? Ja. Fuck. Shit, ich hätte es fragen sollen. Mist, ich hätte es fragen sollen beim Ei. Dann hättest du ja sagen können. Null. Ich mach da jetzt ein Ei rein. Kommt ein Ei rein. Oh Gott, kommt da ein Ei rein. Ei wäre es schlimm, wenn ein Ei drin wäre, frag ich mich. Aber ein bisschen Öl auf jeden Fall. Einen guten Schuss Öl. Also einen guten Schuss. So. Sieht schon mal gut aus. Jetzt kommt dann Ei rein und das ist der Teig. Dann hol ich mir mal so ein Quirlbesen oder das heißt. Das ist viel. Also das ist zu viel, oder? Das ist zu viel Mehl. Das kann nicht der Teig sein, da ist irgendwas falsch. Salz kommt auf jeden Fall rein. Ich mach. Ein bisschen was. Oh Gottes Willen. Nein! Falsch! Oh, wobei. Scheiße, das sieht eher aus wie ein Teig. Also wie so ein Kuchenteig. Ich muss mehr Mehl reintun jetzt. Gibt halt eine größere Portion dann. Kann nicht schlimmer werden als das. Das ist jetzt einfach so lang, ich meine, es muss ja dicker werden und dann kann ich das irgendwann auch ausrollen. Das ist ja Gesetz. Ich zupfel den jetzt hier so.
immer noch ganz schön sticky. Ich habe das Gefühl, das wird überhaupt gar nicht mehliger, hier die Scheiße. Es war doch gar nicht so viel Wasser. Das war irgendwie nur so ein kleiner Sip. Jetzt rolle ich den aus, richtig schön flach, mit einem, na, das hier. Nudelholz! Ja. Nudelholz, ey! So. Guck mal, sieht voll gut aus. Ein Nudelteig muss sehr dünn sein, das ist ganz wichtig. Oh, nein. Man macht die Nudeln und dann macht man, schlägt man das Ei drüber oder macht man das separat? Ich schneide jetzt die Nudeln, gib mal ein Messer oder ganz lange. Oh, ich hab keinen Bock mehr hier. Beep, beep, beep. Beep, 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 beep. Ah, macht man den Speck vielleicht in der Pfanne und dann macht man so ein bisschen, dann macht man so Mehl, Öl, eine Mehlschwitze. Ach, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob da eine separate Soße irgendwie dazukommen muss. Meine Mama macht die halt anders. Also die macht da so voll die Sahne dran. Dann warten wir jetzt mal, bis die Pfanne heiß wird. Und ich schneide einfach die Nudeln weiter. Werden ganz schön lange Nudeln. Aber da freut man sich ja. Mann, die kleben voneinander! Ich glaube, ich muss da irgendwie eine Mehlschwitze machen. Ich weiß es. Ah ja, jetzt ist sie. Die Pfanne ist heiß. Soll ich parallel schon. Nee, ich mache hier nichts parallel. Dann machen wir den Speck rein. Den Schweinespeck. Oh, ich habe eine Idee. Ich mache das so, ich mache den Speck jetzt hier und dann tue ich den raus und lasse den ein bisschen abtropfen, weil man mag ja nicht, wenn der zu fettig ist. Auf Zeber, wir haben keinen Zeber. Und dann mache ich in dieser Pfanne, wo schon die Röstaromen drin sind, da mache ich dann weiter mit meiner Mehlschwitze. Hauptsache, alle meine Joker sind jetzt so, ich habe den einen Joker, den habe ich verkackt und die anderen Joker bringen mir nichts. Jetzt ist der schön kross. Aua! Den schneide ich gleich und mache ich frisch auf die Nudeln. Ich koche jetzt die Nudeln. Weißt du, ich habe so dunkle Erinnerungen an Carbonara. Und nicht an die, die meine Mutter gemacht hat, also die falschen, sondern deine. Was ist das Dessert dann? Aber ich glaube, zu wissen, dass man hier so selbstgemachte Nudeln, wie ich die gemacht habe, dass man die nur sowieso 3 Minuten und nicht 8 Minuten wie normale Spaghetti reinmacht. Oder es stimmt nicht, keine Ahnung. Der Speck wird voll kalt. Ist ja alles voller Nudeln! Ah! Ah, mir wird heiß! Heißt Carbonara nicht auch irgendwie mit Ei oder so? Spaghetti? Ich komme so dumm rüber hier gerade. So richtig dumm. Hier ist was. Gib mir Salz. Piep, 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 piep. Ups. Fuck! Oh Mann, ey. Okay. Ich meine, Nudeln kocht man ja nicht anders, wenn die selbst gemacht sind, oder? Du hast auch noch einen Joker, ne? Ah ja, dann sage ich, komm, how long? Nee, wie geht der Scheiß um Joker? Ja. How long? Gut. Okay, how long? 3 bis 4 Minuten. Ah! Wie ich gesagt habe. Ah! Sie werden zu keinem Klumpen schon mal. Da kommt noch Ei dran. I know it. Ich weiß, dass da noch ein Ei dran kommt, aber du kannst doch kein. Man macht ja kein rohes Ei an. Also an Gerichte, oder? Das ist doch. Macht man Rührei oder so? Der Speck wird wieder aufgewärmt durch. Durch die warmen Nudeln. Okay, ich gieße die jetzt ab. Ja. Ich habe die Nudeln jetzt in die Pfanne gemacht, ja? Weil ich mir dachte, ein Sößchen kann ich ja am ehesten in der Pfanne anrühren. Also ich muss es jetzt nicht zurück in den Kochtopf tun. Dann habe ich den Speck, der einfach viel zu wenig ist, aber drüber gemacht. Der war auch schön kalt. Mache ich den Parmesan drüber. So.
Weil ich weiß auf jeden Fall, dass bei Carbonara extrem viel Parmesan drüber ist. Auf jeden Fall ein bisschen Pfeffer. Weißt du, wie das riecht? Das riecht einfach nur... Das riecht nach Pfeffer und nach Mehl. Das riecht wie, wenn Kinder einen Teig machen. So riecht das. Also passend. Ich habe so schwache Handgelenke, ne? Ich muss gerade mal... Das ist, da hätte eine Mehlschwitze irgendwie, da hätte eine Mehlschwitze sein müssen. Ich habe aber keine Ahnung, wie man das macht. Und ich weiß auch überhaupt nicht, zu welchem Zeitpunkt man das macht. Und jetzt ja ganz bestimmt nicht mehr. Ich meine, ich kann ja jetzt nicht ein rohes Ei darüber machen. Wenn ich jetzt ein Ei verquirle, jetzt hier irgendwie hier drin, aber verquirlen mit was? Ich kann kein Ei da dran machen. Ja, dann würde ich sagen, bist du fertig, oder? Ich bin fertig, also ich weiß, ich bin fertig. Präsentiere Spaghetti Carbonara. Ich will die ganze Nudel nicht essen. Also ich würde mal sagen, es fehlt was. Ich weiß auch genau, was es ist. Und der Pfeffer gliedert sich auch so gar nicht ein. Willst du wissen, was schiefgegangen ist? Ja. Och, ne. Man halt das machen sollen, wäre am Ende ein rohes Ei da drüber schlagen. Scheiße, echt? Über das Gericht? Ja, wenn die Nudeln heiß sind, kippst du dann Ei drauf und dann verrührst du das. Dann stockt das. Ja. Ahoi Matrosen, das war die erste Folge Kombüsenchaos mit Spaghetti Carbonara. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke oder wie man das sagt. Und kommentiert auch das Essen. Und sagt mal, ob ihr gewusst hättet, dass da ein Ei reinkommt. Und kommentiert mal, wie ihr denkt, dass eine Mehlschwitze geht. Weil eine Mehlschwitze macht man nur, wenn man eine Soße dicker machen will. Ich esse das jetzt nicht. Also wenn du zum Beispiel so eine Bratensoße... Ja, bis zum nächsten Mal, schon wieder vergessen. Sag dir.